die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Geh jetzt auf www.instantgaming.com. So, ich will natürlich die Skills haben. Das ist unten. So, irgendwo hier. Hier hinten dran. Aha. Nee. Hier unten, okay. Dann jumpen wir mal runter. Oh. Oh shit, diese Höhle. Oh mein Gott. Ja, viel Spaß. This is the place. According to this, Selenian sage grows in this cave. And Selic is already in there, huh? What the matter? Rock scared? No, I'm not. There's nothing to be ashamed of, Rock. I'm no fan of spooky caves either, believe me. It's just some bad people used to make me do some very bad things. They always kept me in a dark, cramped place when they took me around. This must be hard for you, huh? You can wait outside if it's easier. No, I'll go. I have to help Selica. Versicherung, dass er möchte Selica helfen, natürlich, aber sage, dass ihr Selica und Rock beschützen werdet und er ruhig draußen warten kann, wenn er möchte. Was holen wir denn? Okay. I can't. Selica must be just as scared as me. I can't run off and leave her behind. That's very brave of you, Rock. If it comes to combat, we'll keep you safe so you can focus on Selica, all right? All right. There's nothing. Rock just need to be brave like Tatsu and everything fine. Now let's go find pretty lady. Dringe in die Tiefen. Oh mein Gott. Warte. Bevor wir das machen, wir speichern jetzt erstmal. Falls das Geld Schrott geht, damit ich neu laden kann. Ups. Oh, they've seen us. Oh. Ach so, ich musste gar nicht so weit rein. You okay, Rock? Yeah, I'm fine. More bad memories? A little, but it must be a lot harder for poor Selica. What does Rock mean? Those bad people I told you about? The ones that used me? It was the Ganglion. I did something terrible to Selica's village. But she saved me anyway. And she's done so countless times since. So that's what happened. I have to help her. She came all the way out here for me. Then let's catch up with her before anything bad can happen. Yeah. It didn't have to be like this. Oh, hi. Hi. Überhaupt nicht überstarke Viecher. Nein, das ist nur die Höhle. Okay, das ist noch nicht so ultra schlimm.
Das geht ja noch. Sorry, Celica. I may not be able to fight, but I can at least be your shield. Oh, Rock! Nice going, Rock. We can take care of things from here. We'll see you again when it's safe. You take Celica and get outside! Okay. Thank you, everyone. Truly. To send you back where you came from. Ach, der kann doch nix. Ist das eigentlich ein Boss oder nur so ein normales Vieh? Erstmal das Horn zerstören. Ich mach nicht die Range Attacks, weil die sind zu heftig. Boah, er ist ja schon bald down. Yes. Haben wir gut hinbekommen, finde ich. Einfach den Mensch reinhauen. Alter, guck, wie die Flügel abgerissen haben. Alter Schwede. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Hier, ne? Ja, doch. Hier. Und dann hier runter. Und dann hier an diesen Viechern vorbei. Und dann hier durch. Und dann hier durch. Als ob der... So. Celica, moin. Is everyone all right? Fine, thank you. A few scrapes are nothing if it means being able to help Rock. But why are you all here? Same reason as you. A few scrapes weren't going to stop us from lending you a hand. Same goes for Rock, right? So, did you find the Selenian Sage? I did. Then congratulations. That means you passed. But only because you helped me. Ah, that doesn't matter. Blades all work in teams anyway. Heck, we spend most of our time bailing other blades out left and right. You're a true blade now, Celica. And any who disagree will face angry and scary wrath of hell. We should be getting back home. Sounds good. Home.
Home. Ja, schon krass. So, wo müssen wir denn hin? Zum Leitorn. Ich trinke mal kurz was. Okay. So, Treibstoff wird aufgeladen, das ist sehr gut. Und Vantam ist da. Man, oh man. I can't believe you actually went out there on your lonesome. Thankfully, I had Rock's assistance. Not to mention Elma and the others. Look, I heard Elma's report. She told me about how you found that Selenian sage all by yourself. So, this means Celica passed blade test? Sure does, with flying colors. Yes! Congratulations, Celica. Thank you. But what does this mean for Rock? Can he stay too? Natürlich. Well, since he's a Blade's family member, I don't see why not. Those ganglion scumbags are gonna be after us either way, right? I fear the matter isn't so simple. Ach, du schon wieder. It's premature to say there is no chance of peace with the ganglion. We can't assume needless risk. What? But if you were to prove yourself an asset in ULA, it would be different. Oh, come on. How many times do we have to go over this? Rock isn't fighting. Oh? Is this the point where you offer to fight in his place? No, I won't have anyone getting hurt from me again. It scares me, but I'll fight. A noble offer. Nein, du bist nicht. Productivity demands we all work in fields suited to our aptitudes. Huh? Then what? Right now, we have a severe shortage of heavy construction machinery here in NLA. I could offer a gentleman of your strength very favorable employment terms. Huh? But you still have the right to choose. You're free to contribute to building our city, or you can find a home elsewhere. Are you saying I can help without fighting? I am. Then I'll do it! That's wonderful, Rock. Bah, I knew you were up to something with all that sneaking and skulking around. I do not skulk, Jack. I was simply making the necessary preparations, as one must. Yeah, yeah. Careful, you'll make him blush. So did I, Director General. I'm sorry. Oh, come. You were just doing your job to help New LA, and I kept jumping to conclusions. Think nothing. All's well that ends well. Now he is blushing. If you'll excuse me, I have worked. Maybe under all that bluster, he's just a big softy looking for a hug. What? Huch, was hat denn hier? Ach, die Flasche. Die Flasche hat gerade einfach irgendwie geklickt. Aber ja, jetzt können wir Elma ins Team aufnehmen. Ach, Elma. Celica. Und ich mag die. Denn, genau, individuelle Technik, finstere Verderbnis und Zero Zero.
Und sie heißt eine... Ach, das ist eine Clou. Eine Q-L-U. Clou. Über Rock und sie ist still, einfühlsam, verantwortungslos und hilfsbereit. Damit sie öffentlich Rock davon abzuhalten, seinen Hals über Kopf in Schwierigkeiten zu schützen. Stellikat nutzt Schwächen, die den Gegner nach und nach in die Knie zwingen. Ihr Kampfstil kommt dem eines Manipulators am nächsten. Yes. Du hast die Messertechnik finstere Verderbnis erlernt. Yes. Das ist eine der Techniken fürs Messer. Und es gibt noch eine weitere Handlungsmission mit denen, glaube ich. Jetzt lass mich mal nur ganz kurz. Ein Segment im Verwaltungsbezirk wurde aktualisiert, was? Nee, Industriegebiet wahrscheinlich. Da wird wahrscheinlich Dingsbums sein jetzt. Celica und Rock. Nee, Celica wird hier oft zu finden sein. Ja. Dann gehen wir auch direkt hin. Denn ich möchte sie im Team haben. Für die nächsten Missionen. Weil sie ist ungelevelt. No Harmony und so ein Kram. Deswegen will ich das unbedingt ein bisschen pushen. Celica. Wenn du willst. Wenn du erlaubst, würde ich dich gerne begleiten. Genau. Celica. Auf ins Team Level 32. Die hat einen guten Basisrang. Muss man mal sagen. Jetzt wird sie erstmal ein bisschen gepusht von meinen Sachen. Ausrüstung erstmal gucken, ob sie irgendwas tragen kann. Haben wir eigentlich schon neue Waffen hier? Nö. Elma, hier ist Celica. Sie hat Ophidia Gemlas. Was ist denn das? Ach so, die kämpft damit. Jo, die hat Ophidia? Lol, die ist ja schon stark. Kobaltmesser ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Krass. Hier könnte sie noch was tragen. Ja, okay. Ich möchte schon ihr Gesicht sehen. Oh, die könnte ein EP-Dings, ja. Das sieht man auch nicht. Alter, hat die eine physische Resistenz. Holy moly. Relativ krass. Yo. Wie geil sieht das bitte aus? Weißt du, sie, da stand ja auch noch so als Trophäe die Elfengleiche. Und mit diesem Ding, ne? Das ist halt einfach so. Das ist einfach das Ultrapassendste. Das pusht alles. Das kann sie einfach tragen. Ich muss es nachgucken. Ist das bei mir? Kriegen 5 auf Grafik, 5 auf Feuer, 5 Resistenz, 5, 5, 5, 5, 5. Da verlieren wir 25. Verlieren die KP. Weil ich ein Maximal KP drin habe. Ich kriege einen Fernkampfbonus. Und die Abwehr ist auch ein bisschen weniger. Und Potenzial sinkt. Ja, stimmt. Stimmt, wir haben Resistenzen, Reduzierer und Potenzial drin. Aber sonst wäre das ein geiles Ding. Aber echt, das passt so perfekt zu ihr. Das kriegt die. Die kriegt das. Das ist so das Ultra-Perfekteste einfach, was die haben kann. Es geht nicht besser. Es gibt nichts Besseres. Die. Nein. Alter. Die Nahkampfstärke des Skills. Sie hat kein Skill. Zumindest aktuell nicht. KP-Erholung. Schwanken. Spannungspunkte. Ja, ich habe keine Ahnung. Prallresistenz hätte ich auch gerne. Ich glaube, ich gebe dir mal tatsächlich maximale KP. Celicas Gewand.
kann ich alles nicht ausrüsten, ne? Das ist alles zu heftig. Ja. Warum hat die nichts mehr an? Ach, warte. Ist das wieder so ein... Ah ja, das ist wieder so ein Body-Körper-Dings. Ja. Ja. Ich würde ihr eigentlich ihr Gewand lassen, weil Gravit Resistenz X, Potenzial plus X und noch eine leere Schnittstelle. Ich glaube, die behält das einfach bei und dann ist gut. KP Erholung. Du Schaden, der leidest. Schwankende Resistenz. Schlafende Resistenz. Ich habe irgendwie nicht so geile Mods, ne? Ne, ich will, dass sie ihr Gewand behält. So wie sie ist. So, und dann reisen wir kurz in den Verwaltungsbezirk und craften mal ein paar Upgrades und maximale KP, wenn wir es können, ne? Damit wir sie ein bisschen pushen, damit sie ein bisschen mehr Life hat. Und dann gucken wir ihre Techniken noch an. Vielleicht kriegt sie noch eine andere Waffe oder noch ein anderes Messer. Oder was sie hat. Sie hat Klingen, ne? Die Doppelschwerter. Sponsoring, ja, bringt mir nichts. Erweiterung Anfertigung. Für Rüstung, ne? Yo, hier ist ja einiges neu. Maximal KP könnten wir tatsächlich machen. Warum nur ein bisschen fleischiges Fleisch? Mach mal den hier. Den Big Boy. Den lasse ich jetzt mal. Maximale SP können wir auch theoretisch herstellen. Why not? Ausweichen. Nee, wenn, dann würde ich die haben. Ausweichen plus. Scale-Werte, Resistenzen, Attacken, Techniken, Dauer, Immunität, Dauer. Rufe, sonstiges, Resistenzenreduzierer. Treffer senken die Schwächungsresistenz des Gegners, ja, easy. Wiederbeleben. Wow, krass. Tarneffekt. Terrainschutz. Ne, Terrainschaden. Reduziert Terrainschaden. Ja, aber was ist das? Was ist der Terrain-Schaden? Ist das dann Gravit Attacks? Keine Ahnung. Klimaschutz? Ja, okay. Was, Scale-Werte? Scale ausweichen. Okay. Ja. Waffen könnte ich noch gucken. Nahkampf-SP. Oh, cool. Ja. Kampfstärke. Wir können es halt nicht kraften. Wegen den Stuff, der mir fehlt. Fernkampfstärke könnten wir, aber das bringt mir halt nichts. Erweiterung upgraden. Zwar von ihr könnte ich tatsächlich. Ah, den kann ich nicht pushen. Schade, das hätte ich gern gemacht. Fernkampfstärke, ja. Brauche ich nicht. Okay. Lass uns mal kurz hier gehen. Ausrüstung. Celica. Zwillingspistolen, da hat sich schon die Ophidia-Dinger. Haben wir denn noch was Besseres für dich? 8 Schuss. Übertakten, Stabilisator, Fitdauer, Potenzial, Ferntreffer, Stabilisator.
4 Schuss aber nur. Will ich nicht. Hier, der hat 8 Schuss. Das wäre schon nicht schlecht. Ophidia Pärchen. Hat Potenzial, Ferntreffer, Stabilisator. Und der ist noch ein bisschen stabiler. 2 Sekunden, aber 8 Schuss. Gemini. Achso, das ist einfach nur die bessere Waffe. Ja, okay. Gehe ich auf das hier? Auf diese Waffe? Also ich spiele gerade mit den Gemlers. Und die sind auf Laser. Die werden auf Elektro. Die werden auf Äther. Äther basiert ist natürlich ziemlich cool. Und hier kriegt sie noch ein bisschen Damage dazu. Deswegen würde ich die kaufen. So, Messer hast du schon. Ah, die ist ja doch Messer. Okay, sie hat das normale Kobaltmesser. Das können wir natürlich pushen. Wann haben wir denn noch hier? Kobaltmesser 3. 72 SP, das sinkt SP, okay. Was ist das denn? Ach so, der macht Elektro minus. Okay, ja. Mehr Damage also. Nahkampfstärke. 1,2 Sekunden aber. Chillo. Sehr schnell. Macht aber nicht das, was ich will. Ne. Was ist denn hiermit? Da geht die Nahkampfstärke runter. Naja. Dann würde ich einfach das bessere Kobaltmesser einfach holen. Ja, im Kopf braucht die nichts mehr. Die ist, hat das, was sie haben soll. Bin noch nicht Level. Gibt's eigentlich neue Skills wieder? Nee. Also wir könnten den tatsächlich nochmal kaufen. Aber lasse ich jetzt einfach mal. Verkaufen, ja. Verkaufen ist halt so eine Sache, ne? Hier sind halt so viele Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Kämpferkanone brauche ich nicht. Zerstörerpärchen, alt. Chromschild habe ich mir gekauft für eine Mission. Okay, das ist krass. Chrom Lux V2. Kobaltklingen. Das müssten meine sein, die ich mir gekauft habe. Nahkampfstärke. Na? Technik in Heilung. Okay. Ja, vielleicht hole ich mir auch das hier, was wir bekommen haben. Titanschwert. Ist, glaube ich, Schmu. Genau wie das Chromlux. Kommt das jetzt mal weg? Und das auch. Ist mir geil. Ja, komm, ich mache jetzt hier kein Verkaufsdings. So, dann ihre Techniken. Genauso wie meine. Ich habe ja hier jetzt dieses finstere Verderben. Da. Ziel ein Gegner. Jede Schwächung auf den Gegner erhält, macht Zusatzschaden. 100% mehr Schaden für jede Schwächung. Boah. Ein Gegner. Lass das noch, aber vielleicht später.
Amber, Lynn, Celica. Okay, sie hat noch gar nicht so viel. Sie spielt halt auf diese Technik auf jeden Fall. Ätherresistenz. Schutzmembran kannst du eigentlich direkt pushen. Das kannst du direkt auf maximal tun, weil das ist wichtig. Die lasse ich jetzt einfach mal so. Sie muss halt erst leveln noch, bevor sie hier die Debuff-Dinger bekommt, wie Schattenschrei und Schwarzer Falter und Zero Zero. Erhöhe den Nahkampfketten die Spannungspunkte um 20. Aber Ziel ein Gegner. 10 Treffer, 100% Damage. Wenn man den pusht, ich glaube, das wird ziemlich heftig. Gut, Celica hat das, dann Talente. Du hast noch gar nichts freigeschaltet. Das ist nicht so geil.